9 nach 6, schönen guten Morgen. Hier sind eure Grillmeister bei Radio Siegen, Tom Schirmer und Florian Robens. Ja, wir zwei sind aufgestiegen. Wir sind jetzt keine Flachgriller mehr, aber eins am anderen. Ja, wir haben nämlich ein Grillseminar bei Thorsten Pust gemacht. Man kennt ihn auch unter Tottis Barbecue. Und er kam mit kompletter Ausstattung auf unseren Hof und hatte ein richtig geiles Menü für uns im Gepäck. Moment, ich muss das musikalisch auch passend untermalen. Es gibt heute drei Gänge vom Grill. Wir machen als allererstes einen schönen Burger, einen mediterranen Burger mit einem schönen Dressing. Und als zweites machen wir so einen kleinen Grillteller aus einem vernünftigen Entrecot oder Ribeye-Steak. Dazu ein bisschen Grillgemüse und Kartoffeln. Und zum Schluss gibt es den Schokokuchen mit flüssigem Kern. Man sagt ja als Geheimtipp, das wäre das absolute Frauenhighlight. Deswegen also das vom Grill holen und der Abend ist sicher. Ich nehme das auch. So habe ich dir schon mal erzählt, dass ich unseren Job liebe. Häufiger und es ist einfach wahr. Der Neid ist auch einfach groß, ne? Bei den Leuten, die das vielleicht gerade hören. Und ich habe schon wieder Hunger, das ist das Problem. Ja, das war einfach dezent gut. Und diese Sachen, die wir da am Mittwoch gemacht haben, die haben wir nicht auf irgendeinen Einmalgrill gepackt. Nee, der Thorsten, der hatte richtiges Hightech-Material dabei. Hightech-Grills. Auch das Neueste vom Neuen. Gasgrill oder Holzkohle? Du beantwortest das wie folgt. Pellets ist im Moment die aktuelle Methode, vernünftig zu grillen. Ja, also der neue Pellet-Grill, so heißt es ja nicht, Smoker, weil er halt auch auf hohe Temperaturen kommt. Das absolute Highlight dieses Jahr, der kann von 100 bis 315 Grad alles abdecken. Und man kann den mit dem Handy steuern. Wie geil ist das denn? Genau, man kann den über das Handy steuern, ist WLAN-fähig, also sprich, man schaltet den zu Hause ins WLAN-Netz ein und dadurch hast du natürlich überall die Kontrolle. Das heißt, der meldet sich, wenn die Pellets leer sind oder wenn er auf einmal mal irgendwie zu heiß wird und du kannst dann über dein Handy die Temperatur jederzeit regeln und dementsprechend ist das echt ein easy Job am Grill. Sieht auch total interessant aus, er hat hinten quasi sein Pelletlager, da schüttet man rein und dann hat er wie so ein Förderband, wo der so langsam reinschaufelt und dann fällt das in die Mitte, ne? Genau, die Schnecke, die ist etwas anders angeordnet, die transportiert die erstmal so ein bisschen nach oben, damit es keinen Rückstau von der Hitze gibt und keinen Brand im Grill und dann laufen die über so eine Rutsche in die Brennkammer rein und dann werden die da verbrannt. Drei Grills stehen, Pellets, Gas und Holzkohle. Hier hast du auch schon fleißig aufgebaut, Messerblock, Schokolade, Zwiebeln, Burgerbrötchen, Eier und ganz wichtig, Handdesinfektionsmittel. In Corona-Zeiten unerlässlich. Ja, ja, das Ding ist schon echt geil, dieser Pelletgrill. Kostet knapp vierstellig. Das haben wir dann zum Gemüsegrillen benutzt. Mehr von unserem Grillseminar bei Tottis Barbecue hört ihr heute noch den ganzen Vormittag bis 10. Und gleich gucken wir uns mal an, wie modernes Grillen so geht, wie man wegkommt vom Flachgrillen. Also dieses Flippen, bis das Fleisch einfach gar ist. Außerdem, ganz wichtig, um kurz nach 7 packen wir die Burger auf den Grill. Aber beim dran denken, da läuft mir schon alles im Mund zusammen. Und es hat so geil geschmeckt. Wir packen euch nachher im Laufe des Tages auch mal noch ein Video auf unsere Facebook-Seite. Dann könnt ihr euch das Ganze auch mal noch anschauen, was wir da so fabriziert haben. Schmecken könnt das leider nicht. Das tut uns leid.